Der Parteitag, der hat natürlich nicht nur gewählt, sondern es wurde auch inhaltlich diskutiert. Und nach dem Willen des Bundesvorstands wollte man unbedingt auch über den UN-Migrationspakt sprechen. Das hat man getan und hat auch einen Beschluss gefasst. Zu dem globalen Migrationspakt drei Bemerkungen. Die erste Bemerkung ist, wir alle sind uns einig, dass Migration gesteuert und begrenzt werden muss. Das können wir durch nationale Gesetze machen und das tun wir auch. Und da haben wir in den vergangenen Jahren auch nachgelegt. Es ist aber so, dass es nicht alleine reicht, wenn wir national initiativ werden, sondern wir müssen das auch international machen. Und da sind wir darauf angewiesen, dass wir kooperieren, dass wir im Dialog sind mit anderen Ländern. Und dazu ist dieser Pakt da, denn wir wollen eins. Und wie gesagt, es geht hier um Migranten, das heißt nicht um humanitäre Flucht. Wir wollen eins, dass es den Menschen dort, wo sie sind, besser geht. Weil wenn es den Menschen dort, wo sie sind, besser geht, dann werden sie voraussichtlich nicht unbedingt nach Deutschland kommen wollen. Und deswegen sind wir der Meinung, dass eine internationale Kooperation in dem Bereich Migration im deutschen Interesse ist, vor dem Hintergrund, dass wir Migration steuern und begrenzen wollen. Und diese Vorstellungen und auch dieses grundlegende Verständnis über den globalen Migrationspakt, den haben wir noch mal ein wenig umgeschrieben und in den Antrag des Bundesvorstandes hineingeschrieben. Und es lohnt sich wirklich, einfach mal die Passagen zu lesen ab Zeile 99, wo wir ganz klar gesagt haben, dass es natürlich darum geht, dass die nationale Souveränität erhalten bleibt, dass wir durch Mindeststandards weltweit den Migrationsdruck senken wollen, dass wir zwischen legaler und illegaler Migration unterscheiden, dass wir legale Migration mit einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz begegnen wollen, dass wir die Hilfe unserer Partnerstaaten brauchen und, und. Und meine Damen und Herren, ich würde Sie einfach bitten, dieses starke Bekenntnis zur internationalen Kooperation, aber auch dieses starke Bekenntnis dafür, dass wir Migration lenken und steuern wollen, in nationaler Souveränität, aber partnerschaftlich zusammen mit den anderen Ländern der Vereinten Nationen, dass Sie diesem Antrag dann auch entsprechend zustimmen und dass heute hier von diesem Hamburger Parteitag dort auch ein starkes Signal ausgeht. Vielen Dank. Es ist über 80 Mal die Rede von verpflichten. Wir verpflichten. Und dann zu sagen einfach, ja, das machen wir edge-edge, wir machen es da doch nicht, ist nur ein Vorschlag. Diese Ausrede, so nenne ich es, schadet unserer Glaubwürdigkeit. Und wir müssen auch aufgrund des heutigen Beschlusses, muss ein neuer Akzent der CDU-Tätigkeit gesetzt werden, sonst werden wir weiterhin viele Mitglieder verlieren. Die Übersetzung des Wortes, des englischen Wortes Commitment durch das deutsche Wort verbindlich, finde ich problematisch. Wir verpflichten uns nicht. Ein Commitment ist eine gemeinsame Sicht der Dinge, es ist aber nicht eine Verpflichtung im Sinne des deutschen Rechtes. Deswegen ist das aus meiner Sicht falsch übersetzt. Und es hätte dem Außenministerium meines Erachtens auch auffallen müssen, dass man an dieser Stelle einen deutschen juristischen Begriff nicht so einfach verwenden kann als Übersetzung dieses englischen Wortes. Darüber sind sich im Übrigen auch diejenigen, die das jetzt entsprechend beleuchtet haben, einig. Ich möchte ganz konkret auf den Vorschlag von Sylvia Pantel eingehen. Ich glaube, dass wir gut daran tun, wenn wir als deutsche Bundesregierung diesem Migrationspakt zustimmen, ohne eine extra Protokollerklärung abzugeben. Ich sage auch warum. Es ist ein wichtiger Pakt, aber er ist eben unverbindlich. Und es gibt ganz viele Länder auf dieser Erde, die eine Menge in ihren Gesetzen, in ihrer Praxis mit Umgang mit Flüchtlingen, mit Migranten ändern müssten, wenn sie tatsächlich diesen Anforderungen dieses Pakts entsprechen wollen. Wir in Deutschland hingegen, wir müssten kein einziges Gesetz, keine einzige Verordnung verändern, wenn dieser Pakt rechtsverbindlich wäre. Wenn wir als Deutsche jetzt durch eine Protokollerklärung oder auf andere Art und Weise quasi auch noch darauf hinweisen, dass wir dies für eine eher unverbindliche Vereinbarung halten, dann würden wir geradezu die Länder, von denen wir ja erwarten, dass sie sich verbessern, damit sie bessere Bedingungen für Migranten herstellen, dass sich diese Länder dann hinter dieser Argumentation, hinter dieser deutschen Haltung zurückziehen und sagen, ja, wenn sogar die Deutschen eine Protokollerklärung machen, dann können wir auch erklären, dass es im Prinzip für uns gar nicht gilt. Es ist richtig, was gesagt wurde.
die Debatte um den UN-Migrationspakt, wie sie in den letzten Wochen und Monaten gelaufen ist, sie war sicherlich nicht das Paradebeispiel für bestmögliche politische Kommunikation. Und deswegen geht es uns auch darum, dass wir daraus lernen. Und ich finde, das Wichtige ist auch, dass wir an vielen Stellen auch durch die Bewegung, die es an der CDU-Parteibasis gab, auch reagiert haben. Und auch durch beherzten Einsatz in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion reagiert haben. Und ich kann Ihnen nur sagen, auch aus der Perspektive der Innenpolitiker und aus der Perspektive der Außenpolitiker, die es fachlich diskutiert haben in der Bundestagsfraktion, mit unserem Entschließungsantrag im Deutschen Bundestag haben wir das Beste und das Maximale erreicht, um dieses Thema in eine richtige Richtung zu führen. Und ich will immer wieder sagen, entgegen all der Mythen, die es gibt zum Thema Protokollerklärung und anderes. Eine Protokollerklärung wäre weit weniger wirksam als das, was wir gemacht haben, nämlich eine selbstbewusste Äußerung im deutschen Parlament. Und ich finde, wir müssen sagen, der Deutsche Bundestag ist der Ort, an dem solche Debatten geführt werden. Und man kann nicht austreten aus diesem UN-Migrationspakt. Eine Protokollerklärung ist wirkungslos. Sondern ich sage allen Kritikern, wenn man austreten wollte aus diesem Pakt, dann könnte man nur aus den Vereinten Nationen gesamt austreten. Das ist in niemandes Interesse. Sondern wir alle sind fest in der Überzeugung, dass wir diesen Pakt wollen als Bestandteil unseres Weges für eine bessere und geordnetere und gesteuerte Migration. Und wir diskutieren für diesen Pakt auch in der Bundestagsfraktion nicht, damit er zu mehr Zuwanderung führt, sondern dass er zu einer geordneteren Zuwanderung führt. Damit darf ich feststellen, dass mit sehr großer Mehrheit der Wunsch besteht, dass wir über diesen Antrag jetzt zur Abstimmung kommen. Dazu gibt es das Votum der Antragskommission, die empfiehlt, den Antrag G des Bundesvorstandes anzunehmen und damit den Antrag C221 mit zu erledigen. Ich darf fragen, wer diesem Antrag des Bundesvorstandes bzw. der Empfehlung der Antragskommission zustimmt. Dankeschön. Ich darf fragen, wer dagegen stimmt. Ich darf fragen, wer sich enthält. Damit darf ich feststellen, dass mit sehr großer Mehrheit bei einigen Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen dieser Antrag in der Fassung des Bundesvorstandes angenommen ist.